So, und zwar das nächste Kapitel. Da werden wir uns auch mit einer Datenstruktur beschäftigen. Und zwar möchten wir gerne uns Hash-Tabellen angucken. Was sind Hash-Tabellen? Ist im Prinzip sowas wie so ein, ja, stellen Sie sich vor, wie so ein Wörterbuch. Wir haben das folgende Problem. Sie haben irgendwie Einträge in dieser Form. Haben also irgendwie ein Schlüsselelement, anhand dessen Sie das Element identifizieren. Also eigentlich ähnliche Vorstellungen, wie wir es gerade auch schon gehabt haben. Und wir haben weitere Attribute. Ja, nehmen wir wieder das Beispiel Studierendendaten. Ja, Name, Vorname, Matrikelnummer und so weiter und Adresse und E-Mail und was dazu gehört. Und wir hätten gerne eine gute Unterstützung für die drei Operationen. Einmal Insert, einfügen, wir möchten gerne löschen und wir möchten danach suchen. Ja, das haben wir eben auch schon gefragt. Eben haben wir noch ein paar weitere Operationen. Jetzt wollen wir uns auf diese Operationen beschränken. Einfügen, löschen und entfernen. Gucken wir uns mal an, wenn wir das machen. In einem sequenziell geordneten Array, was haben wir dann für einen Aufwand? Ja, also wenn wir eine sequenziell geordnete Liste in so einem Array abspeichern, wie aufwendig werden dann einfügen und löschen? Ich möchte die 10 da reinhängen. Warum Logarithmus von n? Einfügen. Ich finde das so schnell. Aber füge ich es auch ein? Also finden ist log n. Da würde ich Ihnen zustimmen. Aber einfügen und löschen. Wenn ich jetzt hier einfüge, was muss ich machen? Ich muss alle nach rechts schieben. Und wenn ich sozusagen im schlimmsten Fall hier vorne einfügen, packe ich die ganze Liste an. Also da haben wir irgendwie nicht log n. Da haben wir O von n. Ja, und wenn ich sage, ich möchte da keine Lücken drin haben, ja, und wenn ich hier beispielsweise das Element lösche, muss ich alle wieder nach links schieben. Das heißt, da habe ich O von n Aufwand, Platzbedarf, O von n. Ja. Wenn ich das Ganze in der ungeordneten Liste habe, wie sieht es dann aus? Also die hängen jetzt irgendwie hier so, wie wir das eben bei dieser Liste hatten, die hängen hier so hintereinander weg. Da ist irgendwie das Ende, da habe ich einen Anfang. Ja, 3, 7, 9. Ungeordnete Liste. Das Einfügen. O von 1. Ja? Also ich sage einfach, ich füge einfach hier vorne beispielsweise ein. Wenn ich Insert machen möchte mit einer Duplikat-Elimination, also ich möchte keine Doppelten drin haben, ich könnte ja jetzt einfach sagen, meinem Algorithmus, ich möchte die drei nochmal einfügen. Dann habe ich O von n. Warum habe ich dann O von n? Weil ich muss einmal durchgucken, ob das Element schon vorkommt. Delete und Search. Machen wir es mal kurz auf O von n. Ich muss einmal komplett durchgehen. Ja? Weil ich, wenn ich die 10 suche, ja, dann muss ich einmal durchgehen, finde es vielleicht nicht. Wenn ich die 9 durchsuche, muss ich auch einmal ganz durchgehen, um dann festzustellen, es steht ganz am Anfang, am Ende. Platzbedarf ist auch O von n. Ja? Wie sieht das aus bei einer geordneten Liste? Wenn ich jetzt hier die, sagen wir mal, wir möchten die 5 einfügen. Wenn ich eine unbestimmte Anzahl durchlaufen muss, dann ist es definitiv nicht konstant. Ja? Logarithmisch wird schwierig mit diesen Skip-Listen, ja, aber jetzt nicht bei einer einfachen Liste. Ich muss mich erstmal durchhangeln. Und wenn ich natürlich am Ende einfüge, dann muss ich einmal ganz durchlaufen. Ja? Das ist O von n. Platzbedarf auch O von n. So, hier nochmal zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie hier alles eben richtig aufgeschrieben. Müsste sein. Ich habe jetzt einfach mal die drei Strukturen. Skip-Liste habe ich hier jetzt nicht aufgenommen. Wünschenswert, ich hätte jetzt gerne eine Struktur,
wo ich die Operation in konstanter Zeit realisieren kann und der Platzbedarf bei O von N liegt. Da hätte ich jetzt gerne eine Struktur für. Und da wollen wir uns jetzt irgendwie Gedanken zu machen. Stellen Sie sich das Folgende vor. Wir speichern sozusagen die Informationen schon in einer Tabelle, in so einem Array, lassen zu, dass es da Lücken gibt, das habe ich hier mit nil bezeichnet. Das heißt, irgendwie berechne ich aus den Informationen, ja, nehmen wir, keine Ahnung, Matrikelnummer, berechne ich sozusagen eine Position, anhand derer ich hier sozusagen die Indizierung für dieses Feld vornehme. Und sagen wir so, ich möchte jetzt hier irgendwie Zahlen eintragen. Das ist irgendwie so die Menge aller möglichen Informationen, die ich habe. Ja, irgendwie Zahlen von 1 bis 9 in diesem Fall. Ja, und das sind jetzt die, die tatsächlich eingetragen sind. Ja, stellen sich wieder hinter den Zahlen weitere Informationen vor. Und dann würden wir das irgendwie so machen. Ich hätte irgendwie eine Berechnungsvorschrift. Ja, in dem Fall wäre das einfach. Ich würde einfach sozusagen diese Nummer als Index nehmen. Und dann trage ich sozusagen an die entsprechende Stelle, ja, hier beispielsweise für die 2, ja, das Element 2, ja, da trage ich irgendwie einen Zeiger ein auf das Element 2 mit den dahinterhängenden Werten. Ja, hier stehen jetzt wieder Name, Vorname, Matrikelnummer und so weiter. Das gleiche bei der 3, 4 und der 8. Ja. Wenn ich das mache, dann kann ich das mit diesen Operationen machen. Ja, dann kann ich beispielsweise, wenn ich ein Element suche, ja, ich suche jetzt die Studentin mit der Matrikelnummer K, kann ich direkt zurückgeben. Ja, sozusagen, keine Ahnung. Ja, Matrikelnummer 2, ja, würde ich jetzt hier an dieser Stelle sozusagen diesen Datensatz zurückgeben. O von 1. Einfügen. Ich trage einfach an der Position sozusagen meines Schlüssels direkt das Element ein. Wenn ich jetzt beispielsweise das Element mit der Nummer 5 eintragen wollte oder Matrikel Nummer 5, ja, dann würde ich das einfach hier entsprechend eintragen, sofern da Platz ist. Für den Fall, da müssen wir uns gleich Gedanken machen. Und auch O von 1 Operation. Und das dritte, wenn ich löschen möchte, genau das gleiche. Ich gehe da direkt drauf zu, ja, und lösche das. Auch eine O von 1 Operation. Das heißt, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, was ist problematisch bei dem Ansatz? Sozusagen diese Tabellengröße. Die hängt natürlich davon ab, von der überhaupt, dem, ich habe es hier mal als Universum, oder der Menge der möglichen Schlüssel. Ja, davon hängt die Größe ab. Also ich muss sozusagen für jedes Element irgendwie Platz vorsehen. Und wenn die alle so schön verschieden sind, wie das hier der Fall ist, dann funktioniert das gegebenenfalls. Ja, aber problematisch wird es sicherlich dann, ja, wenn ich jetzt sozusagen wirklich Matrikelnummern habe, ja, und nicht sozusagen hier direkt die Indizes habe, sondern irgendwie, wenn ich die Indizes aus meinen Werten berechnen möchte. Ja, und wenn dann sozusagen zwei Werte auf ein und denselben Index führen. Also die Tabellengröße ist abhängig von der Menge der zulässigen Schlüsselelemente. Ja, wenn wir irgendwie hier 32 Bit haben, dann haben wir irgendwie, was ist das? 4.294.967.296. Und bei 64 Bit haben wir irgendwie, die Zahl kann ich nicht aussprechen. Also irgendwie relativ groß. Kann ich irgendwie vergessen. Ja, so eine große Tabelle kriege ich irgendwie nicht hin. Was ist aber, wenn die Schlüsselmenge, das soll heißen, sehr viel kleiner ist als die Menge der möglichen Schlüssel. Ja, wenn also sozusagen das Universum groß ist, aber die Menge derer, die ich tatsächlich verwende, deutlich kleiner ist. Für den Fall wollen wir uns jetzt was überlegen. Und das nennen wir Hashing. Und zwar, bei einem Hash-Verfahren berechnen wir die Adresse in einem Array. Ja, typischerweise jetzt von 1 bis m oder von 0 bis m. Ja, das ist unsere Hash-Tabelle.
Und in dieser Tabelle speichern wir dann irgendwie den Schlüssel bzw. einen Verweis auf die Information, auf die wir zugreifen wollen. Ja, und sozusagen die Adresse, den Index, den wir dafür verwenden, für die Speicherung eines Elementes, der wird halt berechnet mit genau diesem Hash-Verfahren. Die Berechnung erfolgt durch eine Hash-Funktion und die berechnet sozusagen aus jedem Schlüsselelement seine Adresse. Also so wie ich das eben schon angedeutet habe. Also das Ganze ist eine Abbildung. Diese Hash-Funktion ist eine Abbildung von der Menge der möglichen Werte auf irgendwie eine Menge. Ja, hier habe ich jetzt von 0 bis m minus 1, hier hätte ich es von 1 bis m. Ja, also das ist sozusagen, das sind die Indizes für meine Tabelle. Also sieht dann irgendwie so in etwa wie folgt aus. Ja, ich hatte das eben, hatte hier numerische Werte stehen. Ja, und habe die dann direkt für die Adressierung hier verwendet. Jetzt machen wir das aber so. Ich habe hier jetzt beispielsweise die Information zu dem Element K3 eingetragen. Ja, und der Adressindex, also die 2 hier innerhalb der Tabelle, die wird berechnet durch eine Hash-Funktion. Das gleiche für das Element K4, das steckt da drin. Ja, bei H2 und H5 sehen wir schon, oder bei K2 und K5 sehen wir, da liefert hier diese Funktion identischen Wert. Müssen wir gleich gucken, was wir damit machen. Ja, und hier bei K1, da passt das wieder, das wird hier einzeln abgebildet. Sinnvoll ist es sicherlich, dass man guckt, dass diese Schlüssel irgendwie gut über diese Tabelle verteilt werden. Was passieren kann, ist sowas hier, dass Elemente K2 und K5 auf ein und dasselbe Tabellenfeld abgebildet werden. Das kann halt immer dann passieren, wenn die Anzahl der Schlüssel größer ist, also der verwendeten Schlüssel größer ist als diese Tabelle. Ja, also der Fall hier, wenn es zwei verschiedene Elemente gibt, deren Hashwert identisch ist, dann nennen wir das ist eine Kollision. Ja, da müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir damit umgehen, wie wir das behandeln können, dass wir die Elemente trotzdem speichern können. Das heißt, wir haben eigentlich diese beiden Herausforderungen. Wie ermitteln wir eine gute Hash-Funktion, die möglichen Schlüssel gleichmäßig auf die Tabelle verteilt? Und das zweite Problem, wie behandeln wir den unvermeidlichen Fall von Kollisionen? Das also, wenn zwei Werte auf den gleichen Hash-Wert abgebildet werden, wie gehen wir damit um? Gucken wir uns zunächst an den Fall der Kollision. So, wir sagen, wir nehmen jetzt die folgenden Annahmen. Es liegt eine ideale Hash-Funktion vor. Das heißt, diese Funktion h verteilt diese n Schlüssel, also n Elemente wollen wir verwalten, völlig gleichmäßig auf m Tabellenfelder. M ist kleiner als n. Also wir haben weniger Tabellenfelder zur Verfügung, als wir Elemente eintragen möchten. Ja, und Pi sei die Wahrscheinlichkeit, dass der ite Schlüssel auf ein freies Tabellenfeld abgebildet wird, falls alle vorhergehenden Schlüssel ebenfalls auf ein freies Feld abgebildet wurden. Dann können wir uns überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Hier ist ein Fehler, das ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also das ist sozusagen, soll bezeichnen die Auftrittswahrscheinlichkeit, dass eine Kollision auftritt. Lässt sich dann wie folgt berechnen. Ich muss einfach sozusagen diese Ereignisse miteinander multiplizieren. Also hier das, die Wahrscheinlichkeit Pi bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass der ite Schlüssel auf ein freies Tabellenfeld abgebildet wird. Und das nimmt natürlich von Schritt zu Schritt ab. Mit jedem Element, was ich dazu nehme. Ja, und das ist sozusagen die Mathematik dahinter. Ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Und zwar, wenn ich das ausrechne, für m gleich 365, 365 Tage im Jahr, dann ist, liefert das für n gleich 23, ach Mann, n gleich 23 den Wert 0,5. So, die Herausforderung, die wir da haben, oder an die Anforderung an so eine Hash-Funktion, die muss einfach zu berechnen sein. Das heißt, in konstanter Zeit, O von 1 Zeit,
und eine möglichst gute Streuung der Schlüssel. Das heißt, dass wenn ich hier so eine Funktion betrachte, sozusagen ich greife mir hier Elemente raus, die ich jetzt hier in diese Tabelle eintragen möchte mit so einem Insert-Befehl, dass die Hash-Funktion, die wir jetzt auf diese Schlüsselelemente anwenden, dass sie möglichst gut verteilt werden auf die gesamte Tabelle. Ja, also im schlechtesten Fall könnte es ja sein, dass jetzt diese 5 Elemente, die ich jetzt hier versuche einzutragen, K1, K2, K3, K4, K5, dass sie sozusagen alle die gleiche, sagen wir mal, alle hier in der Speicheradresse 2 abgebildet werden. Das wäre ja irgendwie total blöd. Ja, das heißt, diese Hash-Funktion, oder Anforderung an diese Hash-Funktion ist, dass diese Daten möglichst, diese Adressdaten möglichst gut oder gleich verteilt sind über diese Tabelle. Und da wollen wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen, wie wir das hinkriegen. Genau, hatten wir beim letzten Mal, hatte ich ja auch ganz kurz, hatten wir so eine Umfrage gemacht, glaube ich, mit Ihrer Matrikelnummer. Und da hatten wir gesehen, dass beispielsweise, da hatten wir uns angeguckt, die ersten beiden Stellen und die letzten beiden Stellen. Und sehen Sie sich vielleicht, dass bei diesen ersten beiden Stellen, weil sie ja mehr oder weniger vermutlich aus dem gleichen Semester sind, ja, dass die beiden Anfangsziffern identisch sind. Da hatten wir, glaube ich, nur 3 oder 4 verschiedene. Und wenn wir die letzten beiden Ziffern nehmen, ihrer Matrikelnummer, ja, dann ist das viel besser verteilt. Also was eine häufige Wahl ist bei so einer Hash-Funktion, ist sowas, dass ich halt irgendwie so eine Modulo-Berechnung mache, also Division mit Rest. Also H von K ist einfach, K ist sozusagen der Schlüssel, den ich habe. Ja, und dann habe ich, M ist im Prinzip die Anzahl K ist der Schlüssel und M ist generell die Anzahl der Tabelleneinträge. Ja, und was passiert, wenn ich beispielsweise jetzt so eine Modulo-Rest-Berechnung mache? Wenn M eine gerade Zahl ist, ja, dann gilt auch, dass wenn K gerade ist, wenn K gerade ist, dann ist auch H von K gerade, also sozusagen also K modulo M. Ja, das heißt, für die geraden Zahlen verwenden wir sozusagen einen Teil der Adressdaten. Ja, wenn wir uns jetzt mal hier so diese Adresstabelle vorstellen, ja, das fängt irgendwie bei 0, 1, 2, 3, 4 und dann geht das irgendwie so weiter bis M. Oder machen wir mal von 1. Ja, dann haben wir genau M-Einträge. Ja, dann würde sozusagen nur jeder zweite Wert verwendet werden. Das Gleiche würde natürlich passieren, wenn K ungerade ist. Dann ist auch H von K ungerade und werden sozusagen genau die anderen beiden oder die anderen. Das ist hier irgendwie, dann würden genau die verwendet werden. Ja, also das wäre jetzt nicht so richtig schön. Ja, wir haben sozusagen die eine Hälfte der Tabelle würde sich sozusagen dann auf, oder der eine Teil der Schlüssel würde sich auf eine Hälfte der Tabelle erst verteilt werden. Ja, und die anderen Einträge würden genau auf die andere Hälfte verteilt werden. Wenn M eine Zweierpotenz ist, was passiert dann? Wenn M eine Zweierpotenz ist, das sieht man, muss ich mal gerade gucken, das habe ich glaube ich hier auf einer Folie. Genau, da habe ich einfach mal das Beispiel genommen, das war M sei mal 8, wir haben sozusagen 8 Felder, also 8 ist eine Zweierpotenz, gleich 2 hoch 3. Und sozusagen zur Unterscheidung,
werden nur die i, in diesem Fall drei niederwertigsten Bit verwendet. Ja, also wenn wir uns sozusagen hier die einzelnen Spalten angucken, nehmen wir mal irgendwie die Spalte oben mit der 3. Ja, sozusagen die drei niederwertigsten Bit, die sind immer identisch. Ja, vorne, die unterscheiden sich, aber sozusagen die hintersten i-Bit im Allgemeinen bleiben dann identisch. Und bezogen sozusagen auf die Zeilen heißt das, wir haben ja 8 Einträge, also sozusagen so eine Zeile entspricht einem Eintrag. Und die Unterscheidung jetzt der einzelnen Tabellenfelder, ja genau, die passiert lediglich aufgrund der letzten 3 Bits. Also für die Berechnung. Ist also auch keine richtig gute Wahl. HF steht für Hash-Funktion. So, was haben wir noch für Eigenschaften, wenn wir das Ding verwenden? Also wenn wir hier diese Division mit Rest verwenden, das aufeinanderfolgende Werte. Das sieht man auch in dieser Tabelle, ja, irgendwie der Wert 1. Da wird gefolgt von dem Wert 2. Also die werden sozusagen aufeinanderfolgende Werte, wenn jetzt oben, sage ich mal, die ja hier die entsprechenden ganzzahligen Werte, wenn das sozusagen meine Schlüsselwerte sind, die ich eintragen möchte, ja, dann werden aufeinanderfolgende Werte werden auch in aufeinanderfolgende Speicherzellen abgebildet. Aufeinanderfolgende Werte. So, derartige Dinge werden vermieden. Wenn man für M eine Primzahl verwendet, ja. Primzahl, wissen Sie, ne, nur durch 1 und durch selbst teilbar. Unterstützt eine ganz gute Streuung der Schlüsselwerte. Wenn beispielsweise der Schlüssel, wenn das selbst eine Zeichenkette ist, jetzt kein numerischer Wert, ja, dann würde man den irgendwie entsprechend umwandeln, sozusagen mit Hilfe des ASCII-Codes. Ja, also wenn ich hier, keine Ahnung, eine Funktion habe, die mir den ASCII-Code liefert, ja, dann würde ich halt die entsprechende Berechnung aufgrund sozusagen des numerischen ASCII-Codes durchführen für diese Modulo-Berechnung. Gucken wir uns mal ein Beispiel dazu an. Wenn wir das hier irgendwie nehmen, was würde ich da machen oder wie würde ich das machen? Ich habe jetzt irgendwie als M 2 hoch 7 minus 1, 127, das müsste eine Primzahl sein. Als Alphabet habe ich jetzt irgendwie mal zugrunde liegend A, B, C, D, ja, mit den ASCII-Werten A 65 und dann bis D 68. Berechnen wir einfach mal ein paar Beispiele.
also entsprechend dieses dieser Methodik, wie würde ich das umrechnen? Ich würde jetzt rechnen, das entspricht 65 mal 128 plus 66 mal 128 plus 67, das kommt da raus, mal 128 plus 68 und das Ganze modulo 127 ergibt 12. Wenn wir das machen mit der Zeichenfolge, wo die einfach mal ein bisschen vertauschen, was passiert dann? Nehmen wir mal das so, ja, irgendwie eine beliebige Vertauschung. Was wird passieren? Sieht das jemand, was dann passiert? Wenn ich das Gleiche mache mit der Zeichenfolge einfach ein bisschen vertauscht, mit den gleichen Symbolen. Ja, ich schreibe es mal hin. Ja, ich würde jetzt einfach hier nur das Ding hier oben vertauschen. Da kommt dann 66 mal 128 plus 65. Ja, ansonsten bleibt es aber irgendwie gleich. Da kommt auch 12 raus. Und wenn ich das beispielsweise auf eine andere Art und Weise vertauschen würde, ja, C, A, B, D, ja, da kommt auch 12 raus. Ja, also das heißt, auch nicht so richtig optimal, wenn ich nur sozusagen die Reihenfolge der einzelnen Symbole tausche, ja, dann bleibt sozusagen das Ergebnis auch immer gleich. Und die, im Endeffekt wäre das dann sozusagen auch wieder so eine Kollision. Dennoch nimmt man für sowas meistens so Primzahlen, also eine gute Wahl. Sind Primzahlen, nicht in der Nähe einer Zweierpotenz, beispielsweise 2000 Elemente speichern möchten, n 2000. Kollisionen wollen wir durch Verkettung, das gucken wir uns gleich noch genau an. Ja, das erkläre ich mal ganz kurz. Gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise sage, so, hier ist mein Tabellenfeld, das nennen wir mal, wie nennen wir das mal? D. Ja, und ich habe jetzt irgendwie mehrere Einträge, sodass die Hash-Funktion den Schlüsselwert auf dieses Tabellenfeld D abbildet. Dann würde Verkettung heißen, dass wir hier im Prinzip eine kleine Liste dranhängen. Ja, und wenn wir sozusagen einen neuen Eintrag hier einführen, ja, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, K5 rein, K7, K3. Ja, das sind irgendwie drei Schlüsselelemente, die ich da eintrage.
Ja, und wenn ich jetzt ein neues Element dranhänge, hänge ich das einfach an das Ende der Liste oder hänge das hier sozusagen vorne dran, ist ganz egal. Ja, und wenn ich dann auf ein Element zugreifen möchte, ja, dahinter hängen ja immer dann irgendwelche Datensätze, ja, dann errechne ich sozusagen den Schlüssel und dann muss ich halt einmal durch diese Liste durchlaufen. So, und man sagt sich dann, naja, okay, wenn die Liste beliebig groß wird, ist natürlich doof, aber wenn sie nur, sage ich mal, endlich viel Platz hat, dass man sagt, okay, hier haben wir, sag ich mal, gehen wir davon aus, dass wir immer nur 2 oder 3 Elemente eintragen. Ja, dann müsste man jetzt einfach nur überlegen, wie groß muss dann die Tabelle werden. Ja, und wenn wir dann eine gut streuende Hash-Funktion haben, ja, in dem Fall wäre das, wenn wir beispielsweise immer 3 Elemente eintragen, bräuchten wir ungefähr ein Drittel hiervon, also ungefähr 700 Werte. Ja, also in dem Fall Annahme. M wird jetzt so ausgewählt. Das ist ungefähr so groß ist wie N Drittel. Und das sollte aber plus, das muss halt irgendwie eine Primzahl sein. Das heißt, man wählt sich jetzt irgendwie einen Wert aus und ich habe jetzt hier, was habe ich mir überlegt? Ja, ist ungefähr, ne, ein bisschen größer als M Drittel, ein bisschen kleiner als M Drittel, nee, größer. Ein bisschen größer als M Drittel, es ist eine Primzahl und es ist auch nicht in der Nähe einer Zweierpotenz. Ja? Ist eine Primzahl. Das heißt, als Hash-Funktion würde man dann verwenden, einfach die Modulo-Berechnung bezüglich 701. Es gibt weitere Ansätze für sagen wir, Verwendung von Hash-Funktionen, Multiplikationsmethode. Was macht man da? Ja, man nimmt sich sozusagen den extrahiert die Nachkommaanteil oder die Nachkommastellen. Ja, und multipliziert das sozusagen mit dem Schlüssel K. Ja, und der Donald Knuth, der hat so ein ganz spannendes mehrbändiges Buch, schon ganz alt, The Art of Computer Programming geschrieben und hat sich irgendwie überlegt, das ist Grundlage in vielen Bereichen der Informatik, hat sich überlegt, das ist irgendwie eine gute Wahl. Wenn man diesen Wert hier nimmt, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Also das ist im Prinzip hier sozusagen dann die Berechnungsvorschrift. Ja, das ist hier die Floor-Funktion sozusagen, Nachkommaanteil kommt da raus. Genau.
Wenn ich, also weil Sie ja immer häufig so an Klausuren und sowas denken, also wenn wir irgendwas in der Richtung machen, werde ich Ihnen vermutlich eine Hash-Funktion irgendwie vorgeben. Also Sie müssen da jetzt nicht sich auf die Suche nach einer idealen Hash-Methode oder nach einer idealen Hash-Funktion begeben. Das würde ich dann irgendwie vorgeben.